ab. Und da haben wir wieder ein Paket. Wie ihr wahrscheinlich schon ahnen könnt an der schwarzen Verpackung, es ist wieder was von Brucer eingetrudelt. Und was kann es wohl anderes sein im Februar 2020, was von Brucer wieder verschickt wird? Richtig, der Brucer Mini. Und darauf habe ich mich eine ganze Weile schon gefreut. Eigentlich sollte er schon am 10. ankommen, jetzt ist es der 18. Februar, ist mir aber auch egal. Ich bin froh, dass das Ding endlich da ist und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum, wir packen es auf, bauen auf und gucken, wie er druckt. Ja, und da haben wir alles ausgepackt. Ich hoffe, euch hat der B-Roll gefallen. Und ich muss sagen, das sieht ziemlich aufgeräumt aus im Vergleich zum i3 MK3 da drüben. Also was haben wir hier dann? Wir haben einmal das Display, wir haben einmal das Heizbett mit der Y-Achse. Wir haben die Z- und die X-Achse hier entsprechend schon komplett verbaut. Also die müssen wir nur noch wirklich dran bauen. Wir haben hier das Netzteil. Hier haben wir die Druckoberfläche, ein bisschen Material, also ein bisschen PLA, glaube ich, ist es genau richtig, in zwei verschiedenen Farben, ja. Einen Spulenhalter, finde ich auch ganz cool, dass wir den mitgeliefert haben, weil man kann natürlich an dem kleinen Drucker nirgends mehr entsprechend jetzt eine Filamentrolle dranhängen. Klar, kann man natürlich schon, wenn man möchte. Man könnte sogar hier dranhängen, aber das geht halt auf die Performance von dem Drucker. Noch ein Stromkabel und ein paar Zubehörteile. Zum Befestigen von bestimmten Teilen. Ein USB-Stick, den ich ganz cool finde, weil der ist aus Metall, aus Alu oder irgendwas in der Richtung, keine Ahnung. Und ein paar Bearings, also ein paar Kugellager. Genau, ich habe nach dem richtigen Wort gesucht. Und ein wenig Schaumstoff, denn ich habe gesehen in dem Video von Uncle Jesse war es, genau richtig. Der hatte hier unten drunter das Problem, auf der Unterseite, ich halte es mir hier in die eine Kamera rein, dass hier auf der Unterseite entsprechend, jetzt muss er nur noch fokussieren, ja, so, dass er hier auf der Unterseite entsprechend die Schrauben ein bisschen zu weit rausgeguckt haben oder die Schrauben aus den Muttern rausgeguckt haben und dadurch dann die Unterlage von ihm verkratzt worden ist, von der Werkbank. Und das fand er nicht so schön, er hat auch recht. Das haben sie jetzt mit diesen Schaumstoffpolstern, die sie mitliefern, schon behoben. Das ist auch in der Anleitung drin, habe ich gesehen. Da gibt es dann extra hier noch ein Kapitel. Eine Erweiterung für die erste Anleitung. Und was mir aufgefallen ist, was ich lustig fand, in der Anleitung, ich halte es mal hier in die Kamera. In der Anleitung sieht man hier, die fängt an mit Punkt 8.12. Ja, also vorher ist eine ganz normale Auflistung von den ganzen Bauteilen, die dabei sind. Und dann fängt das Menü direkt an mit Menüpunkt 8.12. Finde ich lustig. Die ersten 30 Seiten, sehe ich gerade, sind hier auf der US-Variante. Da ist dann auch entsprechend nochmal was anderes beschrieben. Die ist allerdings auf der Rückseite und seitenverkehrt, finde ich ein bisschen lustig, aber gut, okay, da müssen wir durch. Fangen wir an. Spulenhalter packe ich mal zur Seite, den brauchen wir jetzt erstmal so nicht. Die Tüte behaupte ich mal brauchen wir. Netzteil und Stromkabel brauchen wir glaube ich erstmal auch nicht, das ist genauso wenig wie das PLA. Das Benutzerhandbuch brauchen wir, Druckoberfläche brauchen wir erst auch mal nicht. Stimmt, das ist auch noch mit dabei. Die haben natürlich noch einen Self-Test durchgeführt. Ja, und das Ergebnis sieht man hier. Das ist so Brucer-typisch, dass sie das nochmal so haben durchlaufen lassen. Finde ich, ist sehr schön, dass man das Gerät auf jeden Fall, bevor es das Werk verlässt, nochmal testet und das dem Kunden auch mitteilt, dass es getestet wurde. Finde ich, ist eine sehr schöne Eigenschaft. Aber das klebt. Okay. Genau.
Die Accessories, glaube ich, brauchen wir. Werkzeug haben wir hier. Und dann schauen wir uns doch direkt mal an, wie wir das Ding am besten zusammenbauen. Und dann fangen wir auch direkt an damit. Die X- und Z-Achse, klar, muss man noch ein bisschen vorbereiten, damit die einfach so da stehen kann, dann später. Und dann müssen wir auch schon gleich hier an der Y-Achse unten die Box mit der, Elektronik öffnen. Okay, direkt ans Eingemachte. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich spende meinen Zeitraffer ein, dass wir das Ganze jetzt mal zusammen im Zeitraffer aufbauen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn das Teil aufgebaut ist. Und ich hoffe, dass dann auch schon das soweit ist, dass man den ersten Druck starten kann. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Ihr könnt sehen, ich habe mittlerweile sommerliche Klamotten angezogen. Wir haben den 21. Mai und habe ich viel mit dem Drucker gedruckt. Hallo die Weltfee. Also muss ich echt sagen, hallo die Waldfee, nicht hallo die Weltfee. Mann, ist es warm hier drin. Was kann ich zum Mini sagen? Außer, dass er mittlerweile zu einem von meinen Standard- und Lieblingsdruckern geworden ist. Fangen wir erstmal auf der Seite an, was habe ich denn alles mit dem Drucker gedruckt? Also ihr seht schon, hier ist nochmal eine neue Rolle Filament gerade dran angeklemmt. Das ist eine Prima Select ABS Rolle in hellblau. Hier steht das Pendant dazu in Magenta, weil das wären die Farben für den Voron Zero, für den ersten. Ist in ABS, und da fällt der erste Make-O-Board schon um. Ja, bleib stehen. Er will nicht. Genau, und ich muss auch echt sagen, selbst das Material war ein bisschen Einstellungssache, aber selbst das Material druckt er mittlerweile richtig gut. Angefangen, was habe ich damit gedruckt? Ich habe erstmal zum Lockdown, als es alles anfing, habe ich ein paar Rollen Filament mit nach Hause genommen, habe den Drucker mit nach Hause genommen, habe den nochmal gelevelt, habe dann erstmal auf der ersten Druckplatte mit der PEI-Schicht entsprechend gedruckt und habe Maker-Boards gedruckt bis zum Abwinken. Ein paar davon seht ihr jetzt hier. Das ist zum Beispiel ein Unwinded-Filament, ein Handfilament von 3D Fuel, wo ich ein Maker-Board gedruckt habe. Hier habe ich einmal das Race 3D PETG verdruckt, was wir in der Box hatten. Das ist KVP PLA, den habe ich vorher schon mal gedruckt, mit dem Silky von 3DE Premium. Das ist Isan ABS Plus in Schwarz, also auch das, was man für den Voron normalerweise druckt, wenn man kein KVP ABS bekommt. Und der Knilch hier in der Mitte ist in Laywood Flex gedruckt. Allerdings ist nicht der auf dem Mini gedruckt, sondern der hier. Da seht ihr schon, da hat dann mittendrin die Düse versagt, die ist dann nämlich verstopft. Und dann habe ich das Teil hier auf dem i3 gedruckt. Der hat das dann ganz gut durchgedruckt, aber ich habe das Gefühl, irgendwie mit dem Bowdenschlauch kommt der nicht mit dem Laywood Flex klar. Ich habe die gleiche Rolle wirklich dann von zu Hause mitgenommen, bin hier runtergefahren, habe sie auf dem Prusa i3 gepackt und der hat direkt losgelegt und hat gedruckt wie gedoppt. Von daher gehe ich einfach davon aus, dass nach dem dritten Verstopfen einfach der Baudenzug hier einfach nicht mit klarkommt, weil das Holzfilament, ja, es ist ein Holzfilament und es ist flexibel. Das klingt ein bisschen lustig, ist aber wirklich
ein richtig geiles Material und ich glaube, der hat einfach Probleme damit, das zu drucken, weil einfach die Fasern, die da drin sind, vielleicht auch zu groß sind oder das Ding zu strapazierfähig ist, ich weiß es nicht genau. Ich habe es dann, weil ich es für die Box gebraucht habe, halt dann einfach hier unten gedruckt, damit es halt fertig wird und ja, genau. Ansonsten habe ich hier auch nochmal KVP-ABS gedruckt, also nochmal ABS, aber KVP-ABS gedruckt, hier in Voronrot oder Fluorored, wie es offiziell heißt eigentlich. Und dann noch hier nochmal eine Rolle in Schwarz, wo ich dann die ganzen Bauteile für den Voron mitgedruckt habe. Und da muss ich echt sagen, da war ich tierisch überrascht. Ich hatte eigentlich nichts erwartet, habe das Material draufgeschmissen, habe die Generic ABS-Settings von dem Prusa Mini übernommen, habe ein paar kleinere Anpassungen gemacht, also Düsentemperatur 245 Grad und Druckbett habe ich versucht auf 110 Grad hochzuheizen. Er hat dann heimlich immer, ohne was zu sagen, auf 100 Grad runter geregelt, weil er maximal 100 Grad kann. Er kann nicht über 100. Und habe diese Teile hier zum Beispiel, diese kleineren Teile, das waren somit die ersten, die ich gedruckt habe, die hat er auf einem offenen Bauraum auf der PEI-Schicht mit ein bisschen Magic Goo gedruckt und die haben drauf geklebt. Das war echt ein Traum. Ja? Bei dem größeren Teil, muss ich sagen, habe ich dann eine Box drüber gestülpt. Dass das Ganze halt von der Wärme her, dass die Wärme drin bleibt und dass die Ecken nicht hochwarpen. Und ich muss auch sagen, da hat es wunderbar geklappt, dass nichts geworbt hat und das Ding wirklich press auf der Platte gelegen hat. Hat also auch gut funktioniert. Und bei den schwarzen Teilen habe ich dann die PEI-Schicht bei dem ersten Teil kaputt bekommen und habe dann eine Build-Tag draufgeklebt. Und auch da muss ich sagen, Karton drüber. Selbst solche Teile wie das hier, was ja recht groß ist und die haben 50%, nee, 40 oder 50% Infill, selbst die lassen sich richtig gut drucken, ohne dass sie warpen. Bin ich also echt positiv überrascht gewesen von dem Drucker. Und aktuell drucke ich halt, wie gesagt, das ABS von Prima Select. Das war ein bisschen Einstellungssache, das wieder hinzubekommen, Drucktemperaturen, alles das rauszufinden. Aber als ich das hatte, hat selbst der Testwürfel einwandfrei gedruckt. Hat ein kleines bisschen geworbt, weil ich hier die Druckplatte verwendet habe und die nicht so, finde ich, optimal ist für ABS, weil da die Haftwirkung irgendwie nicht so gut ist. Habe ich aber auch auf dem i3 das gleiche Problem. Und dann habe ich noch dieses gute Stück hier gedruckt. Das kennt ihr aus dem letzten Video, wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt. Ich verlinke euch das Ganze mal hier oben. Das ist eine FDL3. Da kommen dann Nerf Darts rein. Dann könnt ihr das Ding einschalten. Ich habe jetzt leider keine Batterie mehr da, die aufgeladen ist. Und dann könnt ihr quasi Nerf Darts damit verschießen. Ist ein heißes Teil, macht einen Heidenfun. Und wenn ich das jetzt noch richtig da drauf kriege, nochmal, ihr seht den Standfuß, das ist alles in KVP PETG gedruckt, außer die schwarzen Teile, die sind in Titan X. Und selbst die habe ich zum Teil auf dem Mini gedruckt. Ansonsten alles, was ein PETG ist, ist auf dem Mini gedruckt. Und der hat die Dinger einfach rausgenudelt und es sieht aus wie geleckt. Aber muss ich echt sagen, habe ich nichts zu beanstanden dran. Vielleicht hier und da mal sowas Kleines. Aber es ist nichts Wildes. Also die sehen echt super aus. Und solche Druckergebnisse wünsche ich mir von anderen Druckern, die ich in der Preisklasse kaufe, auch gerne mal. Da fällt der nächste Make-O-Board um. Ja genau, du hast ja auch einen Urlaub verdient. Es ist aber auch nicht alles Gold, was glänzt an dem Drucker. Was mir absolut nicht gefällt ist, wo ich weiß, okay, das rustet Prusa vielleicht mit Software-Updates nach, aber wo ich echt so eine Krawatte kriege, ist halt einfach, dass auf der Webseite damit geworben wird, ey, du kannst das Ding per Netzwerk fernsteuern, du kannst Daten draufladen, du kannst ihn kontrollieren über das Netzwerk. Und das Einzige, was davon funktioniert, ist, dass momentan man das Ganze über Netzwerk monitoren kann. Das heißt also, man sieht aktuell, in der aktuellen Version, das ist die 4.05, die drauf installiert ist, sieht man, dass die Temperatur von der Düse, vom Druckbett und ich glaube, wie weit der gerade beim Drucken ist oder so ist eine Richtung. Man sieht die Kurve richtig schön, wie bei Octoprint halt, wo die Temperatur hochgeregelt wird. Das ist alles wunderschön, dass man das kontrollieren kann. Das war aber, als ich den Drucker ausgeliefert bekommen habe, war das gar nicht der Fall. Da hat man eine Seite gesehen, wo dann eine Karikatur von Joseph Prusa mit dem Restlufthammer da gesessen hat oder gestanden hat und dann stand drüber Under Construction und man konnte quasi nichts machen. Mittlerweile kann man halt, wie gesagt, den Drucker monitoren, dass man zumindest mal sieht, wie sind die Temperaturen, ist er schon runtergefahren, ist der Druck schon fertig. Man kann noch keine Kamera dran anschließen, soweit ich weiß. Wi-Fi weiß ich jetzt aktuell auch nicht von, dass das jetzt schon bereit ist oder verfügbar ist.
Aber dass man schon wie bei Octoprint die Dateien hochladen kann und dann drucken kann und vielleicht sogar so eine Art minimales File-Management-System hier auf dem Stick oder sowas speichern kann, geht alles noch nicht. Finde ich, ist ein bisschen ein Downer, weil es wird halt auf der Webseite versprochen und das finde ich mega schade, dass das nicht funktioniert. Klar, es ist nur Software, aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, wenn sie es versprechen, dass sie es dann trotzdem mit Beginn der Auslieferungen halt entsprechend schon fertig haben. Ich kann aber auch verstehen, dass manchmal die Firmen halt gerne Sachen versprechen und sich dann ein bisschen übernehmen und dann nicht hinterherkommen. Aber dann sollte man zumindest mal auf der Webseite die Werbung davon abschalten und sagen, okay, das kommt in einem der zukünftigen Updates. Das wäre eigentlich ganz cool. Genau. Was mir auch nicht gefällt, ist, dass die Z-Achse bzw. die ZX-Achse, die ganze Gantry hier, entsprechend mit drei Schrauben hier zum Teil durch das Gehäuse durch, halt mit der Y-Achse, mit dem Rahmen von der Y-Achse verschraubt ist. Das kann man eindeutig auch besser lösen, weil dadurch, dass das durch das Gehäuse durchgeht, ist da immer noch mal ein bisschen Spiel drin. Und ich hätte mir halt gewünscht, wenn da jetzt irgendwie so ein Metallwinkel oder sowas gewesen wäre, wo man das Ganze festschraubt und das Gehäuse für die Elektronik nur an diesem Metallwinkel festgeschraubt wird. Ja, sind ein paar Schrauben mehr, kosten ein paar Cent in der Produktion mehr, würde aber, glaube ich, der Stabilität von dem Drucker ganz gut tun. Ich merke es nämlich daran, wenn ich das Teil jetzt nochmal von hier nach hinten schleppe, wo er eigentlich hingehört zum Drucken, dann kann ich das Teil nochmal komplett neu leveln. Nicht, dass das schlimm wäre, aber der Unterschied zwischen einem i3, den ich von A nach B transportiere und dann neu leveln muss, und einem Mini, den ich von A nach B transportiere und dann neu leveln muss, ist dann schon gravierend. Also der hat zwar einen Auto-Level-Sensor drin, ja, nichtsdestotrotz muss ich dann hingehen und muss nochmal die First-Layer-Calibration durchlaufen lassen, dass er quasi wieder weiß, okay, wie viel Abstand ist jetzt zwischen Düse und Druckbett. Das mag banal erscheinen, aber das variiert schon sehr stark. Ja, also ich habe da wirklich schon Messergebnisse gehabt, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein, wo ich dann um 0,03 oder 0,1 schon fast nach oben gegangen bin, wo ich gedacht habe, das ist echt abartig. Und das würde ich mir wünschen, wenn sie das irgendwie ein bisschen stabilisieren und ein bisschen fixen, dass das nicht ganz so stark ist. Genau. Ansonsten, was ich vermisse, beim i3 kann man im Infoscreen ganz am Anfang, wenn man wenn man den Drucker einschaltet und was gedruckt hat oder am Drucken ist, kann man über den Drehknopf die Geschwindigkeit runterregeln oder hochregeln. Das kann man bei dem jetzt nicht mehr, da muss man umständlich ins Untermenü reingehen, genau wie beim i3 kann man das ja auch noch machen. Aber diese zusätzliche Option, dass man mal schnell im Druck das Ganze runterspulen kann oder runterdrehen kann, einfach mal um zu gucken, wie er sich denn verhält, wenn er langsamer druckt. Das mache ich gerade, wenn ich ein neues Material teste oder so in Richtung, mache ich das recht häufig, dass ich erstmal einfach zwischendrin ein paar Schichten nochmal das Tempo nochmal ein bisschen hochdrehe, um zu gucken, wie weit kann ich gehen, oder mal nochmal beim nächsten Druck, wenn der erste nicht gut geworden ist, nochmal runterdrehe, ohne jetzt eine neue STL rauszurechnen, um dann zu sehen, okay, funktioniert es damit ein bisschen langsamer, weniger Geschwindigkeit, hat entsprechend besser beim First Layer. Einfach nur, damit ich das nicht am Rechner einstellen muss und dann nochmal auf den Drucker laden muss und den Drucker nochmal neu starten. Das kann ich dann einfach direkt ersten Druck runter, neuen Druck starten, runterregeln. Das geht richtig flott und das richtig, finde ich, richtig schnell und angenehm. Das geht bei dem leider nicht mehr. Was ich noch gut finde mittlerweile, das wollte ich anfangs erst bemängeln, ist, dass man die Ersatzteile endlich bekommt. Also ihr seht hier, ich habe jetzt die pulverbeschichtete Platte. Die konnte man anfangs nicht bestellen, das ist mittlerweile machbar. Ich habe auch da hinten noch irgendwo den Filamentsensor liegen, den ich vergessen habe mitzubestellen, genau wie die pulverbeschichtete Platte. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich auch eine normale PEI-Platte dabei hätte, weil die ganzen ABS-Teile hätte ich auf der pulverbeschichteten Platte wahrscheinlich gar nicht drucken können. Denn so gut haften die darauf nicht, dass ich sage, okay, die nutze ich dafür, da nutze ich dann doch schon eher die Build-Tech. Ja. Ansonsten muss ich sagen, ist das für einen Einsteiger ein richtig runder und richtig schöner Drucker geworden. Ich bin am Überlegen, ob ich noch ein paar von den Dingern bestelle jetzt so über die Zeit, wenn jetzt so der erste Ansturm vorbei ist, um einfach so eine kleine Druckfarm hier aufzubauen, weil momentan ist der i3 und der Mini als auch der Ultimaker, das sind so meine drei All-Day-Drucker, meine Workhorses sozusagen, und ich fürchte mich so ein bisschen vor den Tagen, dass ich die Dinger halt, dass irgendwas kaputt geht und ich dann nochmal auf Ersatzteile warten muss oder beziehungsweise dass ich dann das Ding nochmal reparieren muss. Deswegen
da wir das halt hier auch für die Make-O-Bots, für die Box und alles brauchen und für die ganzen Teile, die wir in die Box stecken, brauchen, bin ich da schon gerne irgendwie ein bisschen abgesichert und habe gerne irgendwie noch ein bisschen was in der Hinterhand. Genau. Aktuell druckt er, wie schon gesagt, die ABS-Teile für den Voron Zero, die für den Voron 2.2 sind schon soweit fertig gedruckt. Das Einzige, was jetzt noch nicht gedruckt ist, sind die Teile in ABS, um die Panels zu mounten, als auch noch nicht für das Display. Weil beim Display hatte ich erst noch initial gewartet, denn da habe ich die RGB-Displays vom 2.4 mittlerweile bekommen. Wenn ihr also da nicht verpassen wollt, wie denn der Bau vom Voron weitergeht und alles, dann abonniert den Kanal. Ich habe ja schon in den letzten Videos und auch auf Discord gesagt, ich versuche jetzt immer donnerstags und sonntags ein neues Video rauszubringen, beziehungsweise einen Livestream zu machen. Am Sonntag kommt jetzt wieder ein Livestream, weil jetzt wieder, wie gesagt, die Displays angekommen sind für den Voron. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag. Bis dahin, happy printing!